Radsport ist oft oder eigentlich großteils Leiden, schlechtes Wetter. Man geht beim schlechten Wetter trainieren, hat kalte Finger, einen friert es. Aber es sind halt die kleinen Momente, die es halt dann wieder das Ganze wert machen. Sei es darum, wenn man irgendwo auf dem Pass oben steht, nach unten schaut und denkt sich, wow, cool, es war es wert. Der Ötztaler ist eigentlich so der prestigeträchtigste Radmarathon für Hobbysportler. Der erste Gedanke war, es wird hart werden, weil die Strecke kennt, denke ich, jeder, das Kühtal, beim Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch. Der Wind ist sehr entscheidend auf der Runde. Also, wenn man einen Brenner Rückenwind hat, dann fahrt man halt mit 35-40 km/h drüber. Und wenn man Gegenwind hat, dann fahrt man halt mit 20 km/h drüber. Radsport ist eine Mannschaftssportart. Also, es geht alleine nicht. Und vor allem so eine Aktion geht alleine gar nicht. Also der größte Knackpunkt in der Runde ist das Timmelsjoch. Das läuft vielleicht am Anfang ganz gut, aber irgendwann werden die Beine schwer und irgendwann werden die Kilometer länger. Und dann ist man, glaube ich, ganz froh, wenn man oben durch den Tunnel durchfährt und es flacht ein bisschen ab und sieht dann das Schild Timmelsjoch. Irgendwie war der Wind halt nicht auf unserer Seite und das war so der größte Gegner. Und dann war ich ziemlich schnell alleine. Wenn ich langsamer sein sollte, ist es trotzdem ein gigantischer Moment, einfach das geschafft zu haben. Und das ist halt also das, auf was ich hinarbeite. Selbst wenn es dann zur Qual wird und man schafft die Qual, ist es trotzdem wieder irgendwie ein Genuss oder stolz auf die Leistung oder auf seine eigene Leistung. Ja, das ist so meine Motivation, also die Leidenschaft, der Biss dahinter, irgendwas zu schaffen und trotzdem es dabei zu genießen.